Ein LKW hat am Montagabend auf dem Lafayette Square in Washington D.C. in der Nähe des Weißen Hauses eine Sicherheitsabsperrung gerammt. Nach dem ersten Aufprall sei der Fahrer ein zweites Mal gegen die Absperrung gefahren, berichteten lokale Fernsehsender unter Berufung auf einen Augenzeugenbericht. Nach Angaben des Kommunikationschefs des Secret Service hat es bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben. Der Fahrer sei festgenommen worden. Einige Straßen und Fußgängerwege wurden gesperrt und ein nahegelegenes Hotel evakuiert. Zu den möglichen Hintergründen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben. Die Untersuchungen dazu laufen.